Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Tja Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir haben eine freie Themennacht heute und das heißt, ihr könnt mich anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir reden wollt, hier live im Radio und im Fernsehen. Telefonnummer wie immer kostenfrei für euch 0800 5678 111 oder Faxnummer 0800 5678 110. Erster Anrufer heute Nacht ist Stefan und Stefan ist 35 Jahre alt. Ich grüße ihn und dich. Hallo. Guten Abend. Ja, Stefan. Ja, pass mal auf. Ich habe gestern Abend deine Serie gesehen, also diese Frust im Ehebett. So hieß das Thema gestern, genau, ja. Genau. Und dazu möchte ich sagen, also ich habe versucht, gestern mal anzurufen, war also keine Möglichkeit. Mhm. Ich habe im Moment eine Freundin, die 15 Jahre verheiratet war. Mhm. Zwei Kinder hat und nach diesen zwei Kindern mehr als 10 Jahre keinen Sex mehr hatte. Mhm. Mhm. So. Und im Moment leben wir diesen Sex, den sie vermisst hat, mächtig aus. Also sie lebt ihn nach quasi. Sie holt richtig auf. Sie holt richtig auf. Ja, wie lange seid ihr beiden jetzt zusammen schon? Seit dem 12. Oktober. Ach, das ist ja noch ganz frisch. Das ist sehr frisch. Das ist ganz frisch. Und wir haben uns auf eine ganz kuriose Art und Weise kennengelernt. Ja. Wir waren in, ich weiß nicht, ob dir was sagt, dieses Kernwasserwunderland in Kalka. Ja, vom Erzählen so, ich war noch nicht da. Ja, das ist mehr so eine Art Kegelclub-Treff, schießt mich tot, keine Ahnung. Und ich war mit der Firma da und wir haben uns da getroffen und ja, sie stand vor mir und meinte zu mir, ja, perfekt, aber du kannst nicht küssen. Na, das fängt ja schon gut an dann, als erstes Kompliment das zu hören. Ja, habe ich mein Bier zur Seite gestellt und habe sie geküsst. Achso, da hatte sie dich noch gar nicht geküsst. Sie hat das so gemutmaßt, dass du nicht küssen kannst. Ja, gemutmaßt. Sie hat mich gesehen, meinte, okay, und da hast du sie eines Aber küssen kann er bestimmt. Ah ja, und da hast du sie eines Besseren belehrt. Habe ich sie eines Besseren belehrt, genau. Im wahrsten Sinne des Wortes, das heißt, sie war begeistert danach. Sie war mehr als begeistert, ja. So, jetzt hatte die Arme vorher 10 Jahre, so hast du es gerade erzählt, keinen Sex. Ja. Keinen Sex? Keinen. Warum hatte sie 10 Jahre keinen Sex? Weil der Typ keinen Bock hatte. Mhm. Und die haben aber 10 Jahre zusammen ausgeharrt und sich das eigentlich angetan gegenseitig. Ja. Mhm. Also ich muss dazu sagen, der Typ ist Lehrer von Beruf. Das hört sich vielleicht ein bisschen doof an, aber... ja, das gibt's in allen Kreisen so etwas. Das hat ja, aber er ist wirklich schrecklich. Mhm. Und ich kann es nicht verstehen, weil sie ist wirklich eine Hübsche, eine wirklich Hübsche. Mhm. Und aber da tat sich nichts. Aber wieso hat sie das denn, das hat sie dir sicherlich erzählt, wieso hat sie das so lange mitgemacht? Sicherheit. Mhm. Also aus Angst dann alleine zu sein und alles alleine zu managen und so weiter. Zwei Kinder und ja. Sie hat also die Sicherheit, sich da irgendwo, ja wie soll man sagen, man hat sich irgendwo arrangiert. Ja. Merkst du das jetzt, dass da so viel aufgestaut war, dass 10 Jahre, merkst du das, dass es 10 Jahre keinen Sex bei deiner Partnerin gab vorher? Ja. Ja. Sagt ja. Er mit einem suffisanten Lächeln oder Lachen, das heißt, da geht richtig die Post ab bei euch. Ja, auf jeden Fall. Und du profitierst quasi davon, dass sie 10 Jahre keinen Sex hatte, weil sie... Ich profitiere da auf jeden Fall, also ja, profitieren, also ich versuche natürlich... meine Erfahrung noch ein bisschen da reinzubringen. Natürlich, natürlich. Aber ihr macht euch beide halt richtig gut Spaß. Ja, ja, also Gratulation dann über deiner Partnerin, dass sie dann doch nach 10 Jahren die Konsequenz gezogen hat daraus. War das dann auch der Hauptgrund, weswegen sie sich getrennt hat oder gab es auch noch andere Gründe? Mit Sicherheit gab es andere Gründe. Mhm. Also der Hauptgrund, Sex, kann ich mir nicht vorstellen. Man trennt sich nicht nur wegen Sex. Naja, sagst du so. Wenn es wirklich ganz schlimm ist und ganz verkrampft und kaputt, kann das durchaus ein nachvollziehbarer Grund sein, weswegen man sich trennt. Ah, ich weiß nicht. Also wir haben jetzt schon oft drüber geredet. Mhm. Und aber ich denke nicht, dass es nur der Sex war. Es waren sicherlich andere Sachen, die da auch irgendwo eine Rolle gespielt haben. Aber ich denke mal, die Hauptsache war schon der Sex. Mhm.
Also ich kann mir nicht vorstellen, also ich persönlich kann mir nicht vorstellen, 10 Jahre irgendwo ohne Sex zu leben. Also das wäre die Hölle. Ja. Also deine neue Partnerin hatte 10 Jahre Frust im Bett, um anzuknüpfen an die Sendung, an das Thema von gestern. Und jetzt geht es euch beiden richtig gut und ihr eben auch. Und das ist eine schöne Sache. Grüß dir herzlich von mir. Mache ich. Und alles Gute euch beiden. Dankeschön. Auf Wiederhören. Tschüss. Wir haben eine freie Themennacht heute. Ihr könnt anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir reden wollt. Morgen, schon mal der Hinweis auf morgen. Morgen haben wir eine Themennacht und da geht es um das Thema Hass. Ich möchte mit Menschen reden, die hassen oder den Hass nicht loswerden können, auf wen und auf was auch immer. Oder ich möchte auch gerne morgen mit Leuten reden, die Objekt des Hasses sind, zu Recht oder auch zu Unrecht. Also das ist das Thema morgen. Heute freie Themennacht, nochmal die Telefonnummer 0800 5678 111. Nächste Anruferin ist die Tanja und Tanja ist 22 Jahre alt. Ich grüße sie. Ja, hallo. Grüße dich. Hallo. Hallo. Hallo Tanja. Um was geht's? Ja, es geht darum, dass ich halt seit meinem 16. Lebensjahr schon anschaffen muss für meinen Freund. Du musst anschaffen für deinen Freund? Ja. Den du damals schon hattest mit 16? Ja, genau. Den habe ich halt durch eine Freundin kennengelernt. Wie alt war der damals, als du 16 warst? Der müsste 17 war der, glaube ich. Bitte? Also der ist ja ein Jahr älter, als ich 17 war. Ach so, der. So jung noch. Ja, genau. Wie, hat er dich mit 16 Jahren schon auf den Strich geschickt, quasi? Ja, erst waren wir halt 3 Monate zusammen. Mhm. Und dann war er halt die ersten 3 Monate super lieb. Und das war auch meine erste große Liebe. Mhm. Und was heißt große Liebe? Halt dann, ich war total blind. Er hat mich geschlagen, halt nach den 3 Monaten. Ich habe immer noch nichts gesagt. Mhm. Und dann irgendwann meinte er dann halt, dass er dann halt Geld braucht, dass er Schulden hätte. Und dass er dann halt jetzt weg müsste und so. Und dann war er dann halt auch erstmal lange weg. Mhm. Und irgendwann kam er dann halt mit ganz viel Geld wieder und meinte, er müsste mich mitnehmen. Mhm. Und da ich auch seit meinem 13. Lebensjahr von zu Hause weg bin, also ich habe ja auch sowieso kulturelle Probleme zu Hause. Was? Kulturelle Probleme? Ja. Was heißt das? Ja, ich bin halt keine Deutsche, sondern ich habe halt ausländische Eltern. Muslimische Eltern, die dann halt strenger waren. Mhm. Und Achso, du warst andere Auffassung als deine Eltern und dadurch gab es Konflikte und du bist von zu Hause abgehauen. Genau. Verstehe. Mhm. Ja. So, jetzt kam dein Freund, oder der sich dein Freund nennt oder nannte, mit viel Geld und sagt, du musst mitkommen. Wohin? Ja, er meinte halt, dass wir uns ein neues Leben aufbauen. Da, wo wir halt gewohnt haben, war das halt bekannt so, dass er ein Krimineller ist und das wollte er dann nicht mehr haben, sagte er. Ja. Und nahm mich dann halt mit. Ja, und irgendwann meinte er so, ja, ich stelle dir ein paar Freunde vor. Die waren dann halt schon viel älter. Der eine war, glaube ich, 30 oder 32, war schon verheiratet. Mhm. Und der andere war auch verheiratet, hatte auch Kinder, glaube ich. Mhm. Und meinte dann halt so, ja, das sind sehr liebe Menschen, die werden auf uns aufpassen. Wenn ich nicht bei dir bin, werden die auf dich aufpassen. Mhm. Und nahm mich dann halt, dann nahmen die beiden mich dann mit. Wohin? Ja, erst mal nach Hause zu ihnen. Und dann, die Frau war ganz herzlich, lieb von dem einen. Und wollte mich dann halt, glaube ich, einarbeiten. Also so jetzt im Nachhinein, wenn ich das nachvollziehen kann. Ah, also die Frau war auch Prostituierte? Ich denke schon, ja. Und dadurch bist du so regelrecht in dieses Milieu dann gänzlich reingekommen? Genau. Mhm. Und beim ersten Mal war das halt so... Also du warst dann in einer anderen Stadt, in einer größeren Stadt vermutlich und hast du dann direkt in einem Club gearbeitet oder auf der Straße? Nee, erstmal haben die mich halt vermittelt, nennt sich das, ja. Mhm. Und dann haben die mich dann halt von Kunde zu Kunde weitergereicht. Mhm. Aber da musst dir doch, da warst du immerhin auch schon 17, ne, ungefähr, oder knapp 17. Ja. War dir doch klar, um was es geht? Wieso hast du... Ja, erstmal nicht. Na gut, beim ersten Freier warst dir doch klar, um was es geht. Ja, klar. Da war das ja auch sowas wie ein Trauma, weil ich dachte immer, mein Freund liebt mich. Mhm. Und es ist mir noch nicht mein Gedanke gekommen, dass er es machen würde. Gut, aber er hat es dann gemacht und du hast es dann beim ersten Freier kapiert. Genau. Und dann konnte ich halt dann nicht mehr weg, weil seine beiden Freunde waren hinter mir. Also die waren ja da. Und dann mein Freund war da und dann hat er mich auch sehr schlimm geschlagen. So, Tanja, das war mit 17 Jahren. Heute bist du 22 Jahre. Genau. Läuft das alles immer noch so? Ja, es läuft immer noch so. Ich
bin abgehauen. Ich habe dann auch zwischendurch Männer kennengelernt, mit denen ich dann halt auch eine richtige Beziehung eingehen würde oder wäre eingegangen. Die hätten mir dann auch geholfen und so, aber der trägt einen Knarren bei sich, der kennt viele Türvorsteher vom Diskus oder so. Das heißt, du arbeitest heute nach wie vor, fast fünf Jahren, als Prostituierte, letztendlich unter Zwang, obwohl du es gar nicht willst. Genau. Arbeitest für deinen Freund, in Anführungszeichen. Ja, ist nicht mal mein Freund. Ist nicht dein Freund, aber so fing es mal irgendwann an. Er ist dein Zuhälter, sozusagen. Ja. Wo arbeitest du heute und wie arbeitest du heute? Nach den ganzen Vermittlungen ging das halt dann halt auch auf den Strich. Und dann musste ich dann halt die Kohle abdrücken oder die Kunden zufriedenstellen oder versuchen, Stammkunden zu gewinnen. Und dann, je nachdem halt, wie gut man dann ist, kriegt man auch dementsprechend bessere Kohle und desto zufriedener ist dann der Zuhälter. Ne? Die Frage war, wo arbeitest du jetzt? Arbeitest du jetzt auf der Straße, im Club oder vermittelst du? Nee, mittlerweile hat er eine Wohnung gemietet, wo dann die Kunden halt dann zu mir kommen. Wie viele Kunden hast du am Tag? 6, 7, so. Kommt drauf an. Und lebst in deiner Freizeit alleine? Ja. Jetzt, heute Abend bist du auch alleine? Nee, jetzt ist meine Cousine da. Deine Cousine ist jetzt da. Ja. Wie kannst du das ertragen, so ein Leben? Du lebst ja eigentlich wie eine Sklavin, ne? Ja, ich muss immer alles machen. Also ich muss mir meine Haare verlängern lassen, wenn er das will. Ich muss alles anziehen, was er will. Und ich kann auch nicht mehr. Ich versuche auch schon eine Therapie zu machen. Ich habe auch mit ihm darüber geredet, ob ich wenigstens eine Therapie machen könnte, weil die Psychologin hätte dann ja eine Schweigepflicht. Aber er hat wahrscheinlich Angst, dass sie mir das dann vielleicht ausredet. Wahrscheinlich wird er das nicht befürworten, weil er Angst hat, dass die Therapeutin dich auf andere Ideen bringen kann und dass du selbstbewusster handelst. Ich frage das noch mal klarer. Das heißt, seit 5 Jahren gehst du einer Tätigkeit nach, der du eigentlich überhaupt nicht nachgehen möchtest? Nein, gar nicht. Die dich eigentlich anwidert? Ja, sehr anwidert. Sehr anwidert sogar? Ja. Und ich habe gerade auch richtig verstanden, dass es da so diverse Ausbruchsversuche gab. Ja. Aber ich du... Ich bin dann halt abgehauen von dem Ort ganz weit. Dann hat er mich nach 2 Monaten halt wieder gefunden. Bist du dann geschlagen worden? Ja, sehr. Sehr. Also du hast wirklich Angst um Leib und Leben, wenn du dich gegen ihn aufnimmst. Ja, der trägt auch Knarren. Also mit ihm kann ich dann auch gar nicht diskutieren. Oder wenn ich versuche, irgendwelche Fragen zu stellen, manchmal reagiert er noch normal, aber meistens ist er dann total aggressiv. Hast du das Gefühl, in einer Sackgasse zu stecken, gar nicht mehr zu wissen, was du tun könntest? Ja, ich sehe da nur halt einen Ausweg. Ich dachte immer, früher könnte mir vielleicht die Polizei helfen oder so, aber mittlerweile ist das so, es ist nicht so, dass ich mich damit abgefunden habe, aber ich glaube, da gibt es nur einen Ausweg. Entweder arbeite ich für ihn, bis er mich freigibt, oder ich würde mich selber umbringen. Was ja eine sehr erschreckende Feststellung ist, die du gerade gemacht hast. Entweder arbeite ich weiter als Sklavin und bin Prostituierte, oder ich bringe mich um. Ja, er hat halt auch Cousins, der hat mich auch nach Ausland gebracht, wo ich dann halt bei den Cousins dann weiterarbeiten musste. Und dann hat er mich wieder geholt, wo er mehr Kohle gebraucht hat. Was ich machst du? Ich denke auch, dass er andere Frauen hat. Was machst du in deiner Freizeit? Ja, in meiner Freizeit eigentlich nur zu Hause. Ich gehe gar nicht mehr weg, weil ich mich auch total schäme. Oder ich habe auch an Selbstwertgefühl total viel verloren, wo ich eigentlich gar nicht an nichts mehr so einen Sinn sehe. Lässt er dir denn mittlerweile auch einiges Geld oder hält er dich zudem auch finanziell kurz? Ja, er bezahlt halt meine Wohnung, wo ich dann halt auch arbeiten muss. Er gibt mir halt Unterhaltsgeld. Wie viel ist das? Wie viel Unterhaltsgeld ist das? Ja, kauft halt mit mir ein und zwischendurch kann ich dann auch mal einkaufen gehen, wenn ich Klamotten habe. Aber de facto hast du gar nicht viel Bargeld zur Verfügung? Nee. Du hast hast du ein eigenes Konto überhaupt? Nein. Du hast kein eigenes Konto? Nein. Also du bist wirklich voll und ganz von ihm abhängig? Ja. Wenn du dir ein neues Kleid kaufen willst, musst du ihn fragen, kaufst du mir das? Genau. Aber was würdest du mir denn vorschlagen? Was ich machen könnte. Du fragst mich, was ich dir vorschlage. Ich habe dich jetzt erstmal ausgiebig befragt, um mir ein Bild von der Situation zu machen. Ja.
die ja wirklich ergreifend erschütternd ist. Also ich habe wirklich mit vielen Prostituierten schon gesprochen hier. Aber sowas habe ich noch nie gehört. Sowas noch niemals. Ja, ich bin halt selten da reingeritten, ich weiß auch nicht. Ja, hast du, wenn es einen vertrauten Menschen, du hast gerade von deiner Cousine gesprochen, die beide... Ja, meine Cousine, die weiß es nur von meiner, also von meiner Familie weiß nur sie das. Mhm. Wärst du überhaupt fähig, oder ist es vielleicht sogar passiert in der letzten Zeit mal, dass du dich in einen Mann verliebst? Nein. Nein. Mittlerweile... halte ich irgendwie, weiß ich nicht, was ich bin, ob ich mich jetzt in einen Mann verlieben könnte, ob ich überhaupt jetzt, wenn ich irgendwie da rauskommen will, ob ich überhaupt noch damit klarkommen könnte mit den ganzen Erlebnissen, die ich bis jetzt gemacht habe. Es waren ja nicht nur nette Kunden dabei. Das heißt, du hast auch nicht nur von Seiten deines Zuhälters, sage ich jetzt mal, das Wort Freund wollen wir nicht benutzen mehr, deines Zuhälters schlimme und gewalttätige Erfahrungen gemacht, sondern auch von Seiten der Kunden, der Freier. Genau. Die dann dafür bezahlt haben, aber dir auch Schlimmes angetan haben. Genau. Was denn zum Beispiel? Ja, zum Beispiel, wenn mir das wehtat und wenn man ja gar keine Lust hat, wird man gar nicht feucht. Und mittlerweile muss ich halt so ein Gel benutzen. Wenn das dann halt nicht mehr da war, dann musste ich ja trotzdem weiterarbeiten. Mhm. Und wenn mir das dann wehtat, wurde ich auch hysterisch, ist ja klar. Mhm. Dann wollte ich ihn wegschieben und so. Und ja, dann werden die aggressiv und dann schlagen die auf einen ein. Mhm. Und dann hat man eigentlich auch nicht recht viel Zeit, den Zuhälter dann anzurufen. Mhm. Die sind dann zwar hinterher weg, aber erstmal hat man die Schläge eingesteckt. Mhm. Ich sag nochmal, du bist erst 22 Jahre alt, ne? Ja. 22 Jahre alt. Und ich finde, es darf nicht diese Alternative geben, die du gerade gesagt hast. Entweder arbeite ich, unterwerfe ich mich meinem Zuhälter, bis er mich wegwirft, sozusagen. Ne, so hast du es ja gerade ausgedrückt. Oder ich bringe mich um. Das darf nicht sein, Tanja. Das darf nicht sein. Es ja, muss. Ich weiß ehrlich nicht mehr, was ich machen soll. Ich bin nämlich ungefähr 700 Kilometer weiter abgehauen. Er hat mich nach 2 Monaten wiedergefunden. Und die Schläge waren dann hinterher noch schlimmer. Und er sagt dann auch, wenn ich jetzt nochmal abhauen sollte, würde er zu meinen Eltern gehen und denen das alles erzählen. Was denken denn deine Eltern, was du machst und wo du bist? Ja, die denken halt einfach, dass ich war ja damals dann, wo ich abgehauen bin, musste ich erstmal ins Heim. Und die denken halt, dass ich dann ganz normal da rausgegangen bin in meine eigene Wohnung. Die denken jetzt, dass ich in meiner Wohnung wohne, ja. Besucht ihr euch? Habt ihr Kontakt miteinander? Ja, nur telefonischen Kontakt, weil ich kann da nicht mehr hingehen. Also meine Auffassung ist, dass du etwas tun musst, um von diesem Mann, von diesem Verbrecher loszukommen. Ne, so müssen wir es ausdrücken. Ja. Es ist ja kaum mehr zu... Aber er sagt ja, er wird mich überall finden. Er wird das auch tun, weil wenn er mich schon so weit weg findet und nach 2 Monaten schon, ich weiß nicht. Das habe ich jetzt gar nicht verstanden. Er sagt, er würde dich über alles lieben. Überall finden, ja. Das ist natürlich klar, dass auch so diese verbalen Einschüchterungsversuche stattfinden. Und einmal ist es ja auch gelungen und das hat dich ja noch viel mehr verschreckt. Ja. Dennoch finde ich, dass ein Weg gefunden werden muss, dass du von diesem Mann wegkommst und dass du noch eine Chance bekommst für dein eigenes Leben und eben nicht der einzige Ausweg der Selbstmord ist. Nun werden wir und ich den Teufel tun und dir hier in aller Öffentlichkeit so ein paar Tipps vielleicht geben, was du tun könntest. Genau das werden wir nicht machen, um dich zu schützen. Ja. Das machen wir jetzt gleich. Das heißt, du machst das zusammen mit meiner Psychologin, mit der Elke, unter 2 Ohren, ihr beide ganz alleine. Ja, es gibt einige Möglichkeiten und auch einige Anlaufstellen für Frauen in deiner großen Notsituation. Soweit möchte ich es dir hier nur sagen, die auch seriös sind und denen du auch vertrauen kannst. Und ich möchte, dass du da jetzt eingehend mit meiner Psychologin redest und möchte von meiner Seite aus dich wirklich nur ermutigen, bei allem Respekt vor deiner Angst, und die Angst ist ja begründet, die du hast, dennoch etwas zu tun und dich daraus zu befreien und eine Hoffnung zu haben auf ein eigenes Leben. Ja. Nach all dem Schlimmen, was du durchgemacht hast schon. Ja. Ich bin ja vor allen Dingen noch nicht mal selbstständig für mein Leben geworden, ja, mit 16. Ja, ja, das habe ich verstanden. Bis dann konnte ich nichts lernen, gar nichts. Du musst im Prinzip von ganz unten anfangen. Genau. Du musst dein ganzes dein Leben eigenständig organisieren lernen. Genau. Ja, wir machen das so, Tanja. Du legst bitte auf und meine Psychologin, die Elke, ruft dich gleich an. Ich danke dir. Sie ruft sofort an und ich wünsche alles Gute von Herzen. Ja, ich danke dir. Auf Wiederhören, Tanja. Okay, tschüss. Tschüss.
Telefonnummer 0800 5678 111. Heute eine freie Themennacht und morgen haben wir hier das Thema Hass. Eine Stunde Talkradio zum Thema Hass. Jetzt bin ich verbunden mit Daniela und Daniela ist 17 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Daniela. Hallo. Um was geht's bei dir? Was ist dein Thema? Mein Thema ist, ich suche mir alle zwei Wochen einen neuen Jungen oder einen neuen Mann, weil ich halt mit den ganzen Sexgeschichten, also ich bin so gesehen sexsüchtig, ich komme damit halt nicht klar und ich suche mir immer einen neuen. Alle zwei Wochen? Ja. Und wie lange geht das schon so? Seitdem ich 15 bin. Das heißt, ich will jetzt gar nicht anfangen durchzurechnen. Da sind ja schon eine ganze Menge Männer und Jungs kommen da zusammen, ne, mit denen du schon was hattest. Ja. Hast du sie mal zusammengerechnet? Nee. Besser doch. Nicht. Nee. Und wie lange hält das denn? Also du sagst, es hält dann, also alle zwei Wochen suchst du einen neuen. Lässt du dann den alten gleich fallen oder laufen die auch so ein bisschen parallel, die Beziehungen? Hin und wieder laufen die Beziehungen auch parallel. Mhm. Ich versuche so viel mit den Jungs, so Spielchen hier mit Sexspielzeug oder mal Fesseln oder so. Und irgendwann lerne ich die Jungs halt so richtig kennen und dann wird das für mich uninteressant und dann muss halt ein neuer her. Ja. Wie alt sind die Jungs im Durchschnitt? In deinem Alter oder eher etwas älter? Ja, so von 16 bis 24. Hast du dich denn in dieser Zeit, in den zwei Jahren ungefähr, auch mal in einen Jungen oder einen jungen Mann verliebt oder geht es immer nur um Sex? Ich habe mich auch mal in einen verliebt, ja. Und wie lief das da? Wie lange lief das da? Das lief einen Monat und dann habe ich sein wahres Gesicht kennengelernt und dann war das auch schon wieder hinüber. Also ist es jedes Mal so, dass wenn du baggerst einen jungen Mann an, ist es so, dass du baggerst an, ne? Du bist die Aktive. Meistens, ja. In der Diskothek, in Cafés, auf der Straße, wo auch immer. Ja. Und der Hauptgedanke, der dich leitet, ist Sex. Also wie kriege ich den so schnell wie möglich in die Kiste und wie mache ich so schnell wie möglich mit dem immer wieder neue und abgedrehtere Sachen? Stimmt das? Ja. Wie kommt das? Hast du eine Idee für dich selbst, warum du so sexorientiert bist? Sehr wahrscheinlich versuche ich, Jungs zu finden, bei denen ich wirklich jedes Mal zum Orgasmus komme, weil das ist auch so ein Problem von mir. Also ich komme vielleicht von 10 Mal Sex einmal zum Orgasmus. Ja, eine andere Idee hätte ich da auch nicht. Wobei das ist ja noch nicht eine Erklärung dafür, warum, also eine grundsätzliche Erklärung wäre das ja noch nicht. Wie war das früher? Hast du so eine ganz normale Kindheit gehabt? War das alles so, wie man sich das so vorstellt und wünscht oder eher problematisch? Ja, bis zum 13. Lebensjahr war eigentlich alles okay. Und da haben sich meine Eltern getrennt und mehr war da eigentlich auch nicht. Lebst du jetzt noch bei deinen Eltern zu Hause? Ich lebe im Moment bei meiner Mutter. Oder bei der Mutter, also bei einem Teil der Eltern, ja, so meinte ich das. Ne? Die kriegt das doch dann natürlich mit, ne, dass du mit so vielen Jungs und Männern ummachst und zugange bist. Ich versuche es zu verbergen. Aber sie hat es sicher schon irgendwie gewittert. Was sagt sie dazu? Noch nicht? Nein, bis jetzt zum Glück noch nicht. Und was machst du eigentlich so an sich? Bist du noch Schülerin oder bist du in der Lehre? Ich bin noch Schülerin und gehe nachmittags arbeiten. Dann hast du aber wahrscheinlich in der Schule und in deiner Umgebung schon einen heftigen Ruf weg, ne? Oder? Ja, leider. Sind das denn so Jungs, mit denen du dich da einlässt, die du eigentlich von Anfang an gar nicht so menschlich ernst nimmst? Kann man das so sagen? Könnte man so sagen, ja. Was wäre denn dein Traummann? Mein Traummann? Das wäre jemand, der mich wirklich lieben würde und der richtig Zeit für mich hat und mich auch versteht. Gut, das ist eine Formulierung, da können viele unterschreiben. Ne? Wenn du keinen Mann mal hast, das kommt ja vielleicht auch mal vor, ist die sexuelle
Sehnsucht und der Trieb dann so groß, dass du auch mit dir selbst sehr viel Sex hast? Oder beschränkt sich das immer auf den Kontakt mit Männern, mit Jungs? Nee, das passiert auch schon, dass ich Selbstbefriedigung mache. Mhm. Also ist im Prinzip immer Sex der erste Gedanke den ganzen Tag über bei dir? Ja. Muss man dann so sagen, ne? Ja. Jo. Ja. Aber das ist alles andere als lustig und zum Schmunzeln, sondern ein ernsthaftes Problem für dich, wie du es jetzt formuliert hast. Ne? Ja. Mhm. Und ich glaube ja auch, dass das nicht einfach nur so eine Sexsucht ist, die dich da befallen hat, sondern dass dahinter irgendetwas steckt, irgendwas Komplexeres, was man sicher auch nicht in einigen Minuten hier in einem solchen öffentlichen Gespräch klären kann. Hast du darüber nachgedacht, dich mal an einen professionellen Menschen zu wenden, an einen Psychologen? Bis jetzt noch nicht, weil ich weiß auch nicht so, ich denke mal, die werden dann so noch hinter vorgehaltener Hand oder wenn ich weg bin, werden die mich auslachen. Das glaube ich nicht, Daniela. Ich lache dich auch nicht aus und auch nicht hinter vorgehaltener Hand. Und das macht ein Psychologe schon gar nicht in seiner Praxis. Wenn ein junges Mädchen mit einem solchen Problem zu ihm kommt, ernsthaft das sagt, es ist so, es belastet mich, aber ich kann dagegen nicht angehen und ich möchte einfach die Ursachen ergründen, was da mit mir los ist. Es muss ja von irgendwo her rühren. Wird er mit Sicherheit nicht über dich lachen oder irgendwelche dummen Bemerkungen machen, wenn du draußen bist. Ganz sicher nicht. Also ich würde dich einfach nur von meiner Seite ermutigen wollen, dass du diesen Schritt gehst, wenn es dich wirklich belastet und es scheint dich ja zu belasten. Ich könnte mir auch vorstellen, dass dich das sehr isoliert, so, dass du kaum Freunde oder Freundinnen hast, weil du halt auch eigentlich dann einen schlechten Ruf dir erarbeitet hast. Ist es so? Nee, Freundinnen habe ich eigentlich ziemlich viele. Die hast du. Wie stehen die denn so dazu, dass du so ein herbes Leben führst? Ja, die sagen halt immer, wenn ein Typ 20 Frauen flach legt, boah, ist der geil. Und warum soll das bei einem Mädchen nicht so sein? Finde ich auch, wenn das Mädchen damit ganz locker umgeht und sagt, ich fühle mich gut und möchte einfach mal viel Erfahrung machen. Aber so hört sich das bei dir ja nicht an. Nee. Gar nicht. Oder ist es bei dir die gesellschaftliche Meinung, die dir zu schaffen macht, dass du sagst, ich möchte einfach nicht so einen Ruf haben? Nee, das nicht, nur ich weiß halt nicht, wie ich damit jetzt klarkommen soll. Mhm. Also dir wäre auch lieber, wenn du ein relativ normales Leben führen würdest, wenn du einen Freund hättest, mit dem du natürlich auch gute Sexualität hast, aber dann mit einem mal ein Jahr oder zwei Jahre zusammen wärst. Ja. Mhm. Also Daniela, ich würde dir wirklich raten, diesen Schritt zu wagen. Und wir können dir gerne behilflich sein, vielleicht noch mit ein paar Adressen, an die du dich wenden kannst in deiner Umgebung. Versuch's doch einfach mal, es kann doch gar nichts schaden. Du hast hier angerufen, wir haben uns unterhalten und es hat ja auch nicht geschadet. Und vielleicht bringt so ein Gespräch immer, bei wem du auch bist, irgendeinen Anstoß für dich oder eine Idee. Ja. Ja? Dann leg mal auf, wir rufen dich gleich nochmal an und versorgen dich mit ein paar Adressen. Okay? Okay, ja. Alles Gute, Daniela. Danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Jetzt habe ich Olaf hier. Und Olaf ist 39 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo, Domian. Olaf. Was ist dein Thema? Domian, erstmal ein Kompliment an deine Sendung. Ich danke dir. An dich und deine Sendung. Vielen Dank. Sehr gut. Ja, und mein Thema ist, meine Freundin, die ist fremdgegangen vor 5 Wochen. Mhm. Wie lange seid ihr zusammen? Bitte? Wie lange seid ihr zusammen schon? Wir sind jetzt seit einem Jahr zusammen. Ja. Und ich muss sagen, ich lebe in Trennung. Ich bin noch nicht geschieden, also ich bin noch verheiratet. Mhm. Und habe ja letztendlich meine Frau verlassen, wegen ihr. Wegen dieser Freundin? Mhm. Wegen dieser Freundin, genau. Ich habe es gar nicht verstanden. Lebst du mit dieser Freundin auch schon zusammen im Moment? Nein, weil sie lebt in Berlin, ich in Magdeburg. Ach so, na gut, das ist ja nicht so ganz weit. Und wir sehen uns eben nur immer von Freitag bis Sonntag. Mhm. Aber es ist so, ich liebe die Frau abgöttisch. Also ja. Ist wirklich schon, kann man so sagen. Mhm. Was ist denn jetzt genau vor 5 Wochen passiert? Sie ist fremdgegangen. Was genau ist geschehen? Ja, so, wir haben uns in letzter Zeit häufiger gestritten. Mhm. Und eigentlich nicht direkt über uns, sondern sie hat noch eine Tochter. Mhm. Und es ging eigentlich immer nur um ihre Tochter, die ich wirklich auch sehr mag. Mhm. Und das Problem war, am Anfang, wo wir uns kennengelernt hatten, da war die Zuneigung von ihrer Tochter zu mir auch sehr, sehr stark und sehr schön und alles. Auf einmal kam eine enorme Abneigung. Von Seiten der Tochter zu dir? Ja, und ich denke mal, das sind so auch Verlustängste gewesen.
dass sie ihre Mama nun verliert und dass nun noch ein Dritter da, ja, der jetzt auch noch was sagt. Ja. 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 Und dadurch kamen auch ein paar Probleme und man hat sich dann hin und wieder gestritten. So, und na gut, das ging dann eine ganze Weile so. Und gut, seit Weihnachten, ja, kann man sagen, seit Weihnachten, da hat man sich häufiger gestritten. Und sie meinte dann bloß, ja, sie hält diese Streiterei nicht mehr aus und die fühlt sich so leer. Aber was konkret sind das denn für Streitereien, wenn es um die Tochter geht? Wirft deine Freundin dir vor, dass du sie nicht nett genug behandelst? Oder was sind die Inhalte des Streitereien? Ja gut, es war eben so, dass ich bei einigen Dingen eben erst einmal Nein gesagt habe und wo die Mama eben na ja gesagt hat. Ach so. Ja, ja, und das gab dann immer Differenzen um Kleinigkeiten eigentlich. Ja. Wo ihr aber verschiedene Auffassung wart und dann es dann zur Spannung gekommen ist. Richtig, richtig. So, diese Streitereien gab es in der letzten Zeit. Ja, die gab es in der letzten Zeit. Das ging so gut bis Ende Januar. Und wir hatten einen Urlaub gehabt davor und dann ist sie nach Hause gefahren und ein paar Tage später hat sie einen ehemaligen Freund wieder getroffen, mit dem sie vor unserer Beziehung mal zusammen war. Ja, sie hat mir gesagt, okay, sie wollte eben nur jemanden zum Reden haben und na gut, dann ist es eben passiert. Und 14 Tage später hat sie mir dann gesagt. Ja. War das jetzt so ein einmaliges Ding oder hast du die Vermutung, dass da wieder was aufgeflackert ist zwischen den beiden? Nein, ich bin schon der festen Überzeugung, das hat mir auch, wie gesagt, glaube ich ja auch, das war ein einmaliges Ding. Ja. Wie ist denn jetzt eure Stimmung miteinander, wenn ihr zusammen seid? Jetzt am letzten Wochenende, sofern ihr zusammen wart. Also das letzte Wochenende war sehr schön. Das war einfach sehr schön. Aber also ich habe ein riesiges Problem, wenn ich in der Woche alleine zu Hause bin. Und ich habe die ganzen Gedanken im Kopf. Ich sehe sie mit ihnen. Das sind Gedanken, die sind abartig. Also das tut einem unheimlich weh. Ne? Würdest du dir sagen, dass die Sache eigentlich jetzt wieder eingerenkt ist? Eigentlich, dass sie dir glaubhaft versichert hat, das war jetzt ein einmaliger Ausrutscher? Ja, das schon. Ich glaube ja auch. Ja, hat sie dir denn erklärt, das wäre interessant für einen, für mich, für dich vor allen Dingen zu wissen, wie das überhaupt in der Situation dazu gekommen ist? Weil es fällt ja auch nicht vom Himmel und das kann sich ja auch nicht so ergeben. Da muss ja irgendwas los gewesen sein. Das habe ich auch gefragt und sie meinte, sie hat ihn wirklich bis angerufen und hat mit ihm gesprochen und okay, dann haben sie sich eben getroffen bei ihr zu Hause und sie wollten nur reden und ja gut. Und jetzt ist das Entscheidende. Und was ist dann und passiert? Ja gut, sie meinte, er hat sie dann in den Arm genommen und er hat vielleicht den Tröster gespielt oder was weiß ich. Und hat sie dann angefangen, ja gut, hat sie dann geküsst und dann hat sich das langsam entwickelt und dann kam es eben dazu. Kann das denn sein, dass das bei ihr auch aus so einem Frust entstanden ist, weil ihr euch eben so viel gestritten habt vorher? Ja. 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 Richtig. So, sie hat dir glaubhaft versichert, es war einmal nur. Ja. Dennoch klingst du ja sehr angeschlagen und sehr traurig und skeptisch. Warum kannst du nicht sagen, okay, Schwamm drüber, kann mal passieren, sie hat es mir ja auch gebeichtet, das ist ja auch gut. Und wir gucken einfach nach vorne. Warum geht das nicht? Warum geht das nicht? Ich sag mal, es geht schon. Und ich habe auch von Anfang an nie den, also wo sie mir das gesagt hat, in diesem Moment an nie den Gedanken gehabt, mich von ihr zu trennen. Weil ich sie wirklich sehr, sehr stark liebe und sie sagt es auch zu mir, dass sie mich unheimlich liebt. Aber? Trotz alledem. Und ja, gut, ich habe sowas schon mal durchgemacht. Und da ging es mir auch so schlecht und da habe ich gesagt, ich möchte eigentlich sowas nie wieder erleben. Und jetzt ist das wieder passiert und ich habe immer so, mir hat die Beziehung mit ihr so, bedeutet mir so viel. Das, ja gut, das habe ich jetzt verstanden. Ja? Aber du hast schon mal so eine Erfahrung gemacht, hast du gesagt. Bist du denn damals dann doch nachträglich nochmal enttäuscht worden, dass man sich eben nicht an das Versprechen gehalten hat? Nachdem das erste Mal passiert war? Nein. Danach nicht wieder, das war jetzt eben. Also ich finde immer sehr schwierig oder schlimm, man darf nicht zu sehr immer in der Vergangenheit kramen und Erfahrungen, die man in der Vergangenheit gemacht hat, auf die Gegenwart beziehen und das alles in Verbindung zu setzen. Dadurch versaut man sich, glaube ich, viele Sachen, die aktuell passieren. Wenn du jetzt eine gute Basis hast mit deiner Freundin und deine Freundin dir wirklich versichert hat, es ist aus Frust entstanden, ich liebe dich und es kommt nicht wieder vor, finde ich, dass du da großherzig sein solltest und ihr das wirklich vergeben solltest und
dir und, dir und euch nicht die Gegenwart oder vielleicht auch die Zukunft kaputt machen solltest. Wichtig ist, dass ihr beide zu Potte kommt und über eure Probleme redet und die löst und dass du wieder ein gutes Verhältnis zu dem Mädel bekommst. Also ich müsste sagen, wir haben uns, nachdem sie mir das gesagt hat, fantastisch über alles ausgesprochen. Mhm. Sowohl über die Probleme als auch über das, was passiert ist. Und seitdem läuft es auch gut. Sehr gut. Sehr gut. Und die und Olaf. Ich muss auch eigenartigerweise sagen, auch die Beziehung oder das Verhältnis zu ihrer Tochter ist eigenartigerweise seit 3 Wochen so gut, wie ich mir das eigentlich nicht vorstelle. Olaf, das ist doch wunderbar. Da lass dich mal nicht so hängen, sondern freu dich. Sei vielleicht sogar froh, dass es so eskaliert ist und dass das passiert ist. Vielleicht war das so der entscheidende Anstoß für euch, euch wieder zurechtzurütteln. Und das scheint hier geklappt zu haben. Ja, es ist immer leichter gesagt. Ja, aber es ist in diesem Fall doch wirklich relativ leicht gesagt. Wenn du mir jetzt erklären würdest, ich traue dem Frieden nicht so und ich traue der nicht über den Weg, vielleicht passiert da wieder was, dann würde ich dich auch eher verstehen. Aber so verstehe ich dich eigentlich nicht. Sei froh, dass du die Frau hast, sei froh, dass du sie lieb hast, dass ihr euch lieb habt und jeder macht mal einen Fehler. Und man kann aber so einen Fehler aber auch nicht endlos nachtragen. Schwamm drüber. Das möchte ich auch gar nicht. So, Schwamm drüber. Guck in die Zukunft, guckt in eure Beziehung und guckt rein, dass ihr eine glückliche Familie werdet. Schenke ihr Vertrauen wieder und sie scheint ja auch Anlass dazu zu geben und freu dich einfach, dass du sie hast. Das mache ich auch. Es ist eben bloß diese große Enttäuschung in diesem Moment gewesen, weißt du? Klar, verständlich, würden alle Leute so sagen. Aber da kannst du jetzt auch nicht drei Jahre drüber jammern, über die eine Enttäuschung. Das möchte ich auch nicht, also bitte sehen. Und wenn du mir sagst, in den letzten drei Wochen oder so ist es ganz toll und seitdem haben wir uns ausgesprochen, Mensch, ist doch super. Ist doch wirklich super. Also da vorne gucken, Olaf, nicht nach hinten. Ich nehme es so hin. Ja, und gib dieser Geschichte und eurer Beziehung eine richtig gute neue Chance jetzt. Das möchte ich auch. Und grüße herzlich von mir. Danke. Alles Gute. Danke fürs Gespräch, ja. Ja, ciao. Tschüss, Olaf. Ciao. 1:37:07. Kleine Pause. Nur 37 und 47 Sekunden, Radio 1 Live ist hier und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian und eine freie Themennacht, die haben wir heute und das bedeutet, falls ihr vielleicht zufällig das allererste Mal hier reingezappt seid in diese Sendung, eine freie Themennacht heißt, hier kann man sich unterhalten über Gott und die Welt, über alle möglichen und unmöglichen Themen. So dann auch heute Nacht. Also wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, egal über was, ruft ganz einfach an. Telefonnummer 0800 5678 111, eine kostenfreie Telefonnummer. Oder faxt mir unter 0800 5678 110. Und wenn ihr faxt, vergesst bitte nicht, eure Telefonnummer drauf zu schreiben, damit wir euch vielleicht gegebenenfalls zurückrufen können. Ich bin verbunden mit Andreas. Und Andreas ist nicht 21, sondern 25 Jahre alt. Hallo. Ja, hallo Domian. Hallo Andreas. Weswegen rufst du an? Ja, und zwar mein Thema ist Satinblusen. Und zwar Ich habe nicht verstanden. Was ist das Thema? Satinblusen. Ich habe es immer nicht verstanden. Satinbluten? Satinblusen. Ach, Satinblusen. Ja, genau. Jetzt habe ich es verstanden. Satinblusen ist dein Thema. Ja, genau. Also Blusen aus Satin. Ja. Ja. Und zwar stehe ich da unheimlich drauf. Ist es wahr? Ja. Ist zwar ungewöhnlich, ich weiß, aber ich muss mal mit jemandem drüber reden. Also du bist ein Satin-Blusen-Fetischist, ne? So kann man sagen. Ja, Fetischist, ja, war eigentlich schon ein bisschen, ja. Ja. Also Blusen, heißt das jetzt, stehst du auf Satin-Frauenblusen oder gibt es die auch als Männerhemden, ja, oder so? Ja, Hemden, aber Blusen finde ich interessanter halt. Also wir konkretisieren erst noch mehr. Damen-Satin-Blusen. Genau. Darauf stehst du. Ja. Ohne eine Damen-Satin-Bluse läuft bei dir nichts. Ja, wie gesagt, ich habe welche daheim. Du hast welche zu Hause?
Ja, ich habe welche zu Hause, ja. Erzähl mal einfach so ein bisschen. Du bist 25 Jahre. In welchem Alter fing das an mit dem Blusen? Ist ja eine ungewöhnliche Sache eigentlich. Ja, naja, so ungewöhnlich ist das eigentlich nicht, weil ich habe mal im Internet geguckt und dann... Im Internet gibt's alles, da habe ich bald den Eindruck. Gibt's alles, ja. Und dann habe ich auch so Seiten gefunden, die auch das Thema bearbeiten und war wahr? Halt erstaunt, dass es noch so viele gibt, die auch so auf sowas stehen. Also wann hast du denn angefangen, dich dafür zu interessieren? Oh, das ist schon... Wie viele Jahre? Also mich haben eigentlich schon immer Frauen in Blusen fasziniert. Mhm. Und spezielles in Satinblusen. Ja, also schon so als Jugendlicher, also nach der Pubertät. Oder? Ja, genau. Was hat dich denn da damals, wenn du dich jetzt so zurückerinnerst, in den Anfangsphasen so schon ein bisschen heiß gemacht, wenn du eine Frau in so einer Bluse gesehen hast? Warum hat dich das so heiß gemacht? Weil der Stoff halt, der Glanz, also der glänzige Effekt da und irgendwann war die Lust halt so groß geworden und wollte ich halt selber mal ausprobieren, wie sich halt sowas auf der Haut anfühlt. Und sofort hast du dir eine Satin-Damenbluse gekauft? Ja, genau. Aha. Und hat sich halt gut angefühlt. Und hast sie angezogen? Hm, genau. Auf nackte Haut? Auf nackte Haut. Andreas in der Satin-Damenbluse. Welche Farbe? Ja. War die erste? Silber, glaube ich. So Silber. Es ist also ein ganz glänzender... kühlender Stoff, kann man sagen, ne? Ja, genau. Fühlt sich also unheimlich gut an. Ja, wie viel hast du mittlerweile zu Hause? Ja, im Moment zwei. Zwei. Geht ja noch. In den Farben Silber und was noch? Nee, im Moment habe ich in Weiß und in Rot. Ach so. Aber die Farb spielt eigentlich keine Rolle. Ja. Ist halt nur... Wie kann ich mir das so vorstellen, wenn du jetzt so eine Satinbluse anhast, was passiert dann mit dir? Also, ich werde dabei erregt. Mhm. Und also befriedige mich selber damit. Also es ist für dich das Schönste, wenn du deine Selbstbefriedigung praktizieren kannst, indem du oder wenn du so eine Bluse anhast. Ja, genau. Ja. Mhm. So, jetzt soweit, das war jetzt so mit dir alleine. Geht das denn so weit, dass du nur scharfe Frauen bist, wenn du sie irgendwo siehst, in Kneipen, in Diskotheken, die eben eine solche Bluse anhaben? Interessieren dich nur die Frauen? Nee, eigentlich nicht, aber wie gesagt... kommt halt besser rüber, wenn sie halt sowas anhat. Mhm. Aber muss halt nicht sein. Hast du schon mal eine längere Beziehung? Nee, leider noch nicht. Also ich habe noch keine Freundin bis jetzt gehabt. Ach, noch gar keine? Nee, aber ich bin halt ein Typ, den halt ein bisschen schüchtern ist und bin halt nicht so... Ich habe auch jetzt nicht den Kreis, wo ich jetzt mal ab und zu mal in die Disco gehen kann. Und was machst denn du vom Beruf? Also Bürokaufmann. Bürokaufmann. Mhm. Und was machst du... Zurzeit arbeitslos. Mhm. Und was machst du, jetzt hast du ja sehr viel Freizeit, aber so abends, am Wochenende, bist du immer zu Hause? Nee, nicht immer. Also ich treffe mich schon mit meinen Kollegen, aber wie gesagt, das spielt sich alles jetzt nicht so in Diskos ab. Meistens Kneipen oder so oder daheim. Du hattest noch nie eine Freundin, bist jetzt 25 Jahre alt. Hattest du auch noch nie Sex? Nee, habe ich noch nicht. Auch noch nie? Auch nicht ein bisschen Sex, also ein bisschen geknutscht oder so, gar nichts? Nee, also wie gesagt, ich habe mal kurz, zwar für ein paar Stunden, habe ich eine Freundin, kann man jetzt sagen, aber eine Beziehung gehabt. Also sie hat mich mal... Ein paar Stunden? Ja, wie gesagt, und dann war ich halt zu langweilig gewesen. Und warst du zu langweilig für sie gewesen? Ja, also ich kam zu langweilig rüber. Achso, hat sie dir gleich dann gesagt, wir müssen auf hat drehen? Ja, hat sie mir gleich gesagt und dann war für die Sache gegessen. Ja, für dich hoffentlich dann auch, ne? Ja, also ich war dann enttäuscht. Aber Andreas, so kannst du ja nicht weitergehen. Also bei allem Spaß mit den Satinblusen, es muss ja mal eine Frau wäre besser mal in der Satinbluse, ne? Genau. Wie denkst du denn so, wie du dich weiter verhalten solltest und willst? Ja, normalerweise will ich damit aufhören, aber ist halt... Nee, ich meine jetzt, das musst du ja nicht machen. Das ist ja okay, wenn du Spaß in der Satinbluse hast. Aber wie meinst du denn, mal doch zu einer Beziehung zu kommen, zu einer Freundin? Das wird doch mal eine tolle Erfahrung. Ja, ich versuche es jetzt auch über das Internet, aber wie gesagt, das ist auch nicht so das Wahre. Wobei, sag das nicht. Das Internet ist wirklich ein Wunderwerk, wo sich so viele Menschen finden, die sich sonst nie gefunden hätten im Leben. Mhm. Also ich würde ja wirklich jetzt mal ein bisschen Feuer machen wollen, dass du... Ja, ich meine, ich sehe auch nicht so schlecht aus. Ich meine, ich hätte doch bestimmt Beziehungen. Ich wurde doch schon angesprochen. So ist das nicht. Siehst du. Aber wie gesagt, die waren entweder zu jung und haben, also vom Aussehen her war es jetzt nicht so toll gewesen. Wie siehst du denn aus? Wie groß bist du? Also ich bin jetzt ungefähr 1,81 Meter groß. Wunderbar. Gewicht?
Ja, Gewicht, ja, 66 Kilo könnte. 66, halt also ja. Ganz, ganz dünner, dünner Bursche. Leichtgewicht. Augenfarbe? Blaugrün. Blaugrün. Haarfarbe? Haarfarbe braun. Braun. Was fragt man sonst noch? So Bartträger? Ja, so ein Kinnbart. Kleinbart. Also immer, muss halt immer was im Gesicht sein. Brillenträger auch? Ja, leider. Leider. Na gut, da kann man ja vielleicht noch was ändern mit Kontaktlinsen oder so, wenn es dann mal sein. Also ein durchaus durchschnittlich aussehender junger Mann, der sich nicht verstecken braucht. Ne? Gutes Mittelmaß. Gutes Mittelmaß. Ja, da muss man da was reißen können, Andreas. Das gibt's doch gar nicht. Ja, das ist so. Vielleicht wirst du irgendwann gar keinen Bock mehr haben auf deine Satinblusen, wenn du erstmal eine tolle Frau an deiner Seite hast. Ja, sei, sei jetzt mal richtig aktiv. Internet, Kontaktanzeigen. Geh doch auch mal in Diskotheken oder so. Da ist doch mal ein guter Umschlagplatz für diverse. Ja, gut, war ich schon, aber wie gesagt, allein kommt das halt nicht drüber, weil ich schüchtern bin. Ach, Andreas, ich war in meinem Leben schon so oft allein in Diskotheken, das geht nun mal nicht anders manchmal. Mhm. Und so schüchtern bist du auch nicht, sonst würdest du jetzt hier nicht anrufen und vor so vielen Menschen all das erzählen, was du erzählt hast. Ja, gut, ist noch ein bisschen peinlich, aber wie gesagt, ich muss mal mit jemandem drüber reden und. Ja. Ich finde halt, mit dir kann man dann gut drüber reden. Ja. Ich gucke auch dann Sendung abends, hab ja Zeit genug. Vielleicht ist das jetzt so das erste kleine Eis, was gebrochen ist, seitdem du hier gesprochen hast. Also ich will dir sagen, mit dem, wenn du so ein bisschen, wenn du deinen Spaß hast an diesen Satin-Sachen, finde ich völlig in Ordnung. Das ist auch nicht pervers oder krank oder so. So nee, wie du es, nein, nein, so wie du es jetzt beschrieben hast, ist es einfach, es haben alle Leute irgendwelche Vorlieben. Ich bin auch jetzt nicht schwul oder sowas. Nee. Die Sorge hatte ich auch gar nicht. Nein, nein, aber das Problem ist, glaube ich, dass du aus deinem Schneckenhaus raus musst, ne? Mhm. Das ist das. Also, ich würde mich sehr freuen über eine Rückmeldung irgendwann, wenn du sagst, dich nochmal meldest. Hier ist der Andreas, der mit den Satin-Blusen. Ich habe jetzt eine Freundin. Mhm. Und mach ich. Es klappt richtig und die trägt auch gerne und oft Satin-Blusen. Ja, hoffentlich. Andreas, toi, toi, toi bei der Frauensuche. Ja, vielen Dank, Domian. Und solange du alleine bist, auch viel Spaß mit deinen Blusen. Das ist schon in Ordnung. Ja, werde ich haben. Tschüss. Alles Gute, tschüss. Nadja, 24 Jahre alt. Guten Morgen. Hi, Domian. Hallo, Nadja. Also, ihr habt das gerade ja schon angesprochen. Mein Thema ist Dating im Internet. Ich dachte, Satin und Blusen. Nein. Die stehe ich eigentlich gar nicht so, muss ich sagen. Ich stehe eher so auf das Frotte. Die Frotte? Nee, auch nicht. Du hast dein Handy nicht ausgeschaltet. Ja, ich höre das schon. Du dupp im Hintergrund. Ja, ich muss doch gucken, dass. Moment, okay, alles klar. Alles Wichtige noch simsen könnte. Ne? Ja, jetzt habe ich es aber ausgeschaltet. Ich habe das 24 Stunden eigentlich an. Nee. Muss das sein? Eigentlich nicht. Siehst du. Genauso wenig wie die Stunden, die ich eigentlich im Internet verbringe. Und das ist dein Thema auch eigentlich, ne? Das ist sozusagen mein Thema. Man könnte das Thema auch Einsamkeit nennen. Bist du einsam? Also sagen wir es mal so, würdest du mich auf der Straße sehen, würdest du mein Leben so ein bisschen beobachten von der Oberfläche, dann würde man sagen, nee, Nadja, das Partygirl, Nadja, die kennt jeden. Ich wohne auch in, nein, ich kann jetzt nicht sagen, wo ich wohne, aber ich wohne so ziemlich in der Kölner Innenstadt, es geht gar nicht zentraler. Mhm. Ja, der Schein trügt halt und auch heute war ich nicht alleine, also es sind immer Leute um mich rum, aber das ist eben doch nicht das Wahre. Mhm. Weil die Einsamkeit, die ich mit mir rumschleppe, die ist eigentlich nicht besser oder ist eigentlich noch schlimmer, muss ich sagen. Das heißt, du bist kaum allein, aber eigentlich einsam. Ja, richtig, genau. Also ich habe dauernd irgendwelche Leute, die mailen, also ich habe 800 SMS im Monat. Mhm. Ich habe... Was suchst du? Du suchst eine Liebe. Ja, ich suche eine Liebe. Sozusagen. Eine ernste, tiefe Liebe suchst du. Ganz genau. Mhm. Und die suchst du unter anderem auch im Internet? Würde ich nicht sagen. Da bin ich eigentlich nur, weil es einfach Spaß macht und vielleicht doch, ja, die Hoffnung, dass einer dabei sein könnte, da ist. Aber ich muss dem Vorgänger da recht geben. Es ist zwar spaßig, aber die Hoffnung auf die wirkliche Liebe habe ich eigentlich im Internet nicht. Mhm. Eigentlich wäre es ja ganz genial, wenn wir dich, Nadja, mit dem Andreas von gerade zusammenführen würden. Der sucht eine Liebe, du suchst eine Liebe. Und mit dem Satin-Kram, da kann man sich ja vielleicht irgendwie noch auch einigen. Einen Tag Frotte, einen Tag Satin oder so. Naja, also... Nein, aber der Fall ist bei dir ja ganz anders gelagert. Andreas ist ja jemand, der mehr zurückgezogen lebt. Eben. Aber du bist ja eher so eine Partynudel, genau. Ne? Genau.
sozusagen. Umso seltsamer eigentlich, dass du da auf keine Jungs triffst, die auch mal, wo auch was Ernsthaftes wirklich eine Beziehung entstehen kann. Wann war denn deine letzte Beziehung? Die war vor 2,5 Jahren. Mhm. Und die war eigentlich, ich muss dir sagen, ich war da zum ersten Mal wirklich verliebt. Also ich dachte, am Anfang habe ich auch mal so ein paar Typen gehabt. Ich meine, ich bin auch nicht hässlich, das möchte ich jetzt mal nicht sagen. Mhm. Und da war eben dieses Schmetterlingsgefühl, ja. Ich war so verliebt, das war so ein tolles Gefühl. Wie lange hat die denn gehalten, die Beziehung? Die hat nur ein halbes Jahr gehalten. Naja, immerhin. Es war, ja, aber auf Abstand. Also ich habe damals noch bei meinen Eltern gewohnt und er hier in Köln und das war halt alles ein bisschen blöd und das hat sich eigentlich die 2 Jahre auch ein bisschen hingeschleppt, weil er nun der Erste auch war. Mhm. Und ich eben sehr lange getrauert habe und er war auch der Letzte. Sag mal, Nadja, woran liegt es denn? Also ich bin sicher, dass da Männer dir über den Weg laufen, die durchaus geeignet wären für so eine Beziehung für dich. Aber warum funktioniert das nicht? Was glaubst du? Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es nicht funktioniert, weil ich zu hohe Ansprüche habe. Also das fängt beim Aussehen an, gebe ich ganz ehrlich zu. Mhm. Also Brad Pitt muss es schon sein. Sozusagen, obwohl ich da eigentlich auch schon ein bisschen, also habe ich mich schon ein bisschen geändert in den Jahren. Also Ausstrahlung muss sein. Also ein Schönling muss es nicht sein. Das ist, Brad Pitt ist auch kein Schönling. Mhm. Also er ist einfach ein Mann der Ausstrahlung. Naja. Ne? Aber, ja. Also wollen wir nicht sagen, das klingt immer so toll, die Ansprüche sind zu hoch, also die Ansprüche sind zu vielleicht zu diffus oder zu diffizil oder zu weit gestreut oder so. Das kann natürlich auch sein. Mhm. Also, es geht dann über Job, es geht über wie, ich mag zum Beispiel gerne, wenn einer weiß, was er will, wenn er dominant ist, dann brauche ich einen, der mir eine Schulter geben kann, in der ich mich anlehnen kann, dann muss er möglichst noch so die gleichen Hobbys haben. Ich bin sehr sportlich. Mhm. Und Mensch, das verstehe ich wirklich nicht. Da muss es doch genügend Jungs geben. Wenn du sportlich bist, betreibst du sicherlich auch den einen oder anderen Sport und triffst auch die Männer, die das halt auch machen. Ja, es ist ja nicht so, dass ich jetzt keinen haben könnte oder so, oder dass ich jetzt... Nein, aber du findest eben nicht die wirkliche Liebe, ne? Du genau. findest Männer, aber du findest keine Liebe. Ja, das ist es. Und für mich, also ich habe Affären gehabt, ich habe auch Beziehungen gehabt, wo ich vielleicht nicht gerade super verliebt war, also zwar nicht viele, wenige, aber wie gesagt, es ist im Moment einfach so, dass ich nicht auf der Suche nach einer Affäre bin, sondern nach was, wo Vertrauen ist, wo man sich... Aber wie genau machst du das jetzt? Wie versuchst du, diesen Menschen zu finden? Also sagen wir es mal so, über die Weihnachtszeit war es so, dass ich wirklich gezielt gesucht habe. Mir also in jedem Mann, der mir begegnet ist, vorgestellt habe, ja, könnte der nicht vielleicht der Mann an meiner Seite sein? Mhm. So zu sagen, wenn ich jetzt mit dir telefoniere, die ich jetzt gerade hier im Fernsehen sehe, vielleicht könntest du ja, ne? So. Mhm. Nein, aber... Ich glaube, die Kunst ist, man darf nicht gezielt suchen, das gibt sowieso nichts, aber man muss dennoch aktiv sein. Ja. Ne? Da so diesen Mittelweg zu finden. Man darf nicht in seiner Wohnung sitzen und denken, der Mann kommt ins Zimmer geschnallt. Das passiert sicher nicht. Aber man kann auch nicht auf Biegen und Brechen rausgehen in die Welt und krampfhaft einen suchen wollen, finden wollen. Das geht auch nicht. Nee, das stimmt. Aber ich meine, ich bin ja nun wirklich kein Kind von Traurigkeit. Ich bin oft auch, also draußen unterwegs. Ich bin auf Partys, bin in Clubs, ich bin sonst wo. Mhm. Bin ja auch im Internet und habe mich auch schon mit einigen Typen da getroffen. Mhm. Aber, und ich hatte mich auch schon so ein bisschen verliebt mal. Also verliebt ist ja relativ gesagt. Meine Freundin, die fängt nur das Lachen an. Ach, Nadja, bist du ja verliebt. Aber es war halt doch nicht das Gelbe vom Ei dann, weil ich immer irgendwas gefunden habe an denen. Was machst du vom Beruf? Ja, das ist auch noch ein Traurigkeitsspiel. Ich habe jetzt bis vor kurzem eine Schule besucht, Schauspielschule, und bin leider gegangen worden. Mhm. Und jetzt bin ich halt, ich habe vorher so in den Medien gearbeitet, auch so Redaktion gemacht, war auch beim Radio übrigens, und bin jetzt auf der Suche nach einer neuen Möglichkeit. Ich könnte auch bestimmt noch einen Praktikanten gebrauchen. Du bist da auch am Suchen, das verstehe ich. Genau. Also Nadja, ich glaube, dass das nur eine Frage der Zeit ist. Du bist eine sehr vitale Frau, das höre ich schon. Man muss manchmal sehr lange warten, manchmal über Jahre. Ja, das ist schon richtig. Aber man darf sich da nicht entmutigen lassen. Wenn man sich entmutigen lässt, hat man verloren. Ja, ich bin ja auch ziemlich
stark einerseits, aber wenn dann alles aufeinander kommt, von wegen, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Freund hätte, der mir zu mir steht oder so, und da sind ja auch im Internet super liebe Typen dabei, da hast du schon recht, also die fangen dann an, dir irgendwelche Möglichkeiten zu bieten, die sind so lieb irgendwie. Ich kann nur sagen, bleib bei der Stange und halt die Augen auf und wach und sei aber nicht zu verkrampft. Und ich bin sicher, ich könnte alles Mögliche verwetten, dass in einer absehbaren Zeit da was passiert. Und Nadja, ich wohne ja auch in Köln. Irgendwann läuft die mir strahlend über den Weg und sagt, hi, ich bin die Nadja. Hier, das ist er. Das ist mein neuer Mann. Und ich bin ganz glücklich. Sein, ja. Das wünsche ich von ganzem Herzen und hoffe, dass es so passiert. Ja. Liebe Nadja. Ja. Alles Gute. Ja, dir auch. Tschüss. Tolle Sendung, ne? Dankeschön, ciao. Tina ist da noch. 16 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Tina. Du klingst aber ein bisschen traurig. Habe ich das richtig gehört schon? Ach, geht so. Um was geht's denn? Eigentlich um meine Eltern. Ich bin vor kurzem von zu Hause ausgezogen, weil ich zu Hause unter Druck gesetzt worden bin. Inwiefern? Warum? Ich sollte immer auf meine Mutter aufpassen, durfte nicht raus. Mein Vater konnte spazieren gehen, wie er wollte. Warum auf die Mutter aufpassen? Ist die krank, oder? Die ist hundertprozentig schwerbehindert. Auch psychisch. Und ich musste jeden Tag bei meiner Mutter sein, kochen, seit meinem 7. Lebensjahr. Weil meine Schwester da geheiratet hat, da hatte ich dann alles in der Hand. Und das hat sich hingezogen bis 16 Jahre. Dann bin ich ausgezogen. Bin ich zu einer Pflegefamilie gekommen, durch meine Freundin. Und meine Eltern verlangen mich zurück und ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Das heißt, du bist noch gar nicht so lange weg von den Eltern, ne? Das sind jetzt August so. Seit August. Und die Eltern wollen, dass du die Eltern wollen, dass du zurückkommst zu ihnen. Ja, genau. Wie ist das denn? Du wirst du dich schon schlau gemacht haben. Wie ist denn das rechtlich? Du bist ja immerhin schon 16 Jahre alt. Kann man das nicht selbst da bestimmen, wo man lebt, bis man dann gänzlich erwachsen ist? Eigentlich schon, aber bei uns ist das Problem, wir sind muslimisch. Ach so. Und ja gut, aber du lebst in Deutschland und ihr unterliegt den deutschen Gesetzen. Genau, das war das Problem. Mein Vater wollte nicht zu den deutschen Gesetzen hier bleiben. Also der wollte unbedingt mich so erziehen, wie er wollte, also muslimisch. Hast du denn die deutsche Staatsbürgerschaft? Nee, habe ich nicht, leider. Die möchtest du die haben? Ja. Aber da meine Eltern keine haben, kriege ich auch hier keine. Leider gibt es ja nur mittlerweile auch Mittel und Wege, dass die Nachkommen das eben dann auch bekommen können. Bei wem bist du denn jetzt in der Pflege sozusagen? Also wer ist die Pflegefamilie? Ist das eine deutsche Familie oder eine muslimische Familie? Eine deutsche Familie. Eine super nette Frau. Sie ist auch alleinerziehend mit zwei Kindern, zwei Töchtern. Gibt es denn überhaupt da rechtlich eine Handhabe von Seiten deines Vaters, dass er dich quasi zwingen kann, zurückzukommen? Oder könntest du jetzt, das war ja auch meine Frage vorhin, könntest du jetzt sagen, nein, und das mit dem Jugendamt abstimmen, ich bleibe jetzt bei der Familie und ich möchte das, das ist meine Entscheidung. Geht das? Mein Vater hat mich schon mal gedroht, meine Papiere zu brennen und so. So könnte er mich zurückgewinnen. Hast du den Kontakt oder hat deine Pflegefamilie und du, habt ihr Kontakt zum Jugendamt? Ja, zum Jugendamt, ja. Und habt ihr euch denn da beraten lassen, welche Möglichkeiten es gibt für dich? Vielleicht sogar, dass du schnell oder unter besonderen Bedingungen jetzt die deutsche Staatsbürgerschaft bekommst und eben in einem anderen rechtlichen Status dann noch bist? Nö, darüber haben wir nicht geredet. Aber das wäre vielleicht sehr wichtig, ne? Das von der Seite sich mal genau schlau zu machen. Dass du zumindest da auf sicherem Terrain dich befindest. Was sagen denn die überhaupt, die Gastfamilie, nenne ich sie jetzt mal, wie es weitergehen soll? Meine Pflegemutter hat gesagt, solange ich will, kann ich da bleiben, solange ich noch Hilfe brauche und so. Ich habe sowieso vor, mit 18 auszuziehen, obwohl meine Schwester mir vor kurzem ein Angebot hat, dass ich zu ihr ziehen kann. In Deutschland aber? Ja, hier in Deutschland. In Deutschland, Ja. Und ich weiß nicht so recht. Wie kam es denn überhaupt dazu? Wie hast du diese Pflegefamilie gefunden? Das geht doch wahrscheinlich auch nicht so ganz einfach. Durch meine Freundin. Durch die Freundin? Ja. Ja. Einer der zwei Kindern ist meine Freundin. Die ist 12 gewesen, jetzt mittlerweile 13. Und die ist zu ihrer Mutter gegangen und meinte, Mama dürfte die
Tina bei uns wohnen. Ach so, so kam das. Ja. Pass auf, Tina, jetzt geht die Sendung gleich zu Ende. Also ich finde, dass man sich sehr schnell schlau machen sollte, welche Möglichkeiten es für dich gibt, dass du quasi selbst und eigenständig bestimmen kannst, also rechtliche Möglichkeiten, wo du jetzt weiterleben möchtest. Mhm. Ich finde, da ist der Ansprechpartner die Richtung Jugendamt schon mal ganz gut, möchte aber auch, dass du mit meiner Psychologin jetzt gleich nochmal ein paar Worte wechselst, weil ich genau weiß, dass sie sich in dem Gebiet besonders gut auskennt. Vielleicht gibt sie dir noch ein paar Hinweise. Fakt ist ja, dass du gerne in der Pflegefamilie leben möchtest, ne? Weiter. Super, gerne. So, und jetzt legst du mal auf und wir rufen dich gleich nochmal an, okay? Okay. Alles Gute, Dank. Tschüss. Tschüss. In der Technik, Anne Buchholz heute Nacht. Morgen sind wir wieder da mit dem Thema Hass. 1 Uhr Radio 1 Live und WDR Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Ciao.